Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist Weihnachtszeit, endlich geht die schöne Zeit wieder los und ich kenne es eigentlich. Jeder stellt sich am Anfang Dezember die Frage, was kann ich den Leuten schenken? Und deswegen habe ich mir auch mal so ein paar Gedanken gemacht, was kann man denn eigentlich Leuten schenken, die selber gerne fotografieren? Und falls du auf der Suche nach Geschenkideen bist für Leute, die Fotografen sind, die gerne an sich hobbymäßig fotografieren und so weiter, dann ist das Video genau das Richtige, denn ich habe Sachen rausgesucht, die für jeden Geldbeutel bestimmt sind. Es geht los bei 8 Euro und endet bei 200 Euro. Also ich denke, da ist für jeden in dieser Preisspanne was mit dabei, ob du nun für einen Kumpel was besorgen möchtest oder vielleicht für das engste Familienmitglied. Da ist für jeden was mit dabei und ich denke, wir sollten direkt loslegen. Ich habe mir überlegt, dass wir mal von günstig nach teuer anfangen. Bedeutet, wir fangen also wirklich ganz, ganz klein an mit einem 8-Euro-Artikel, wo ich aber denke, dass der richtig cool sein kann, gerade für Leute, die viel draußen unterwegs sind und vielleicht auch mal im Dunkeln unterwegs sind. Ich habe auf Amazon nämlich eine richtig coole Stirnlampe gefunden und die kostet tatsächlich nur 7,99 Euro. Die hat auch eine richtig gute Bewertung, auch 7500 Bewertungen. Ich denke mal, da kann man davon ausgehen, dass es eine gute Stirnlampe ist. Natürlich gibt es wesentlich teurere Stirnlampen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, eine Stirnlampe, da gibt es keine großen Unterschiede. Die macht halt Licht. Natürlich, die wird nicht ganz so hell sein wie vielleicht eine andere Stirnlampe, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine Stirnlampe, die ich habe, die hat auch nur um die 15 Euro gekostet und die reicht mir vollkommen aus. Und wenn sie dann irgendwann mal kaputt geht, naja gut, dann kauft man sich halt eine neue. Aber ich glaube, da sind viele Fotografen mit dabei, die sich sowas mal gönnen könnten, weil man doch relativ oft natürlich auch zu dunklen Tageszeiten draußen ist. Wenn man Sonnenuntergänge fotografiert, geht man im Dunkeln. Wenn man Sonnenaufgänge fotografiert, dann kommt man im Dunkeln. Und irgendwie ist es dann doch immer ganz schön, wenn man die Hände frei hat und einfach das Licht auf der Stirn hat, dann kann man genau dahin leuchten, wo man auch hinguckt im Foto. Fotorucksack und kann dort auch alles finden. Geschenk Nummer 2 kostet dann schon knappe 20 Euro und da geht es um sogenannte Fotografie-Aufgabenkarten. Die habe ich hier auch wieder bei Amazon gefunden. Da gibt es insgesamt 40 Aufgabenkarten und 10 Spickzettel. Und da kann man erstens die Fotografie lernen und gleichzeitig auch durch verschiedene Aufgaben seine Fotografie auch weiter trainieren. Finde ich eine richtig schöne Sache. Hier gibt es die auch in verschiedenen Varianten. Entweder Fotoaufgaben Klassik, dann gibt es die Fotoaufgaben Oberstdorf Edition und die Olympus Edition. Ich weiß nicht genau, was da der Unterschied ist, aber da kannst du dich ja auch mal durchklicken. Hier steht auch das ideale Geschenk für jeden Fotograf. Du kennst jemanden, der eine tolle Kamera hat, aber nicht weiß, was er fotografieren soll, schenke ihm Inspiration. Ich denke mal, das ist echt eine ganz coole Sache, gerade wenn man noch nicht so lange fotografiert und einfach immer mal wieder Ideen braucht, was man überhaupt fotografieren kann, dann sind so eine Karten richtig cool. Geschenk Nummer 3, da mache ich jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber das sind meine Videokurse. Videokurse zum Thema Photoshop, zum Thema Lightroom, zum Thema Luminar. Gibt es Einsteiger- und fortgeschrittene Kurse. Es gibt Kurse, wo ich meinen kompletten Workflow zeige. Und es gibt auch die Dubai Cityscape Masterclass zum Beispiel. Das sind alles Videotrainings, die könnt ihr kaufen und dann auch direkt herunterladen. Es gibt auch zu allen Videotrainings RAW-Dateien mit dazu, dass man direkt mitarbeiten kann, parallel dazu, wenn man sich das Ganze anschaut. Also das ist auch eine super Sache, da kann man auch eine Menge von lernen. Hier seid ihr direkt auf meiner Seite und hier seht ihr, es gibt 2 Photoshop-Kurse, es gibt 2 Lightroom-Kurse, Luminar einfach lernen, es ist noch der Luminar 4-Kurs, da kommt jetzt auch Mitte Dezember, wenn Luminar AI rauskommt, natürlich ein neues Videotraining dazu. Und hier seht ihr auch meine Workflows, die Cityscape Masterclass, dann den Berliner Dom-Workflow, New York City Gewitter-Workflow, das gibt es übrigens auch als Bundle, da kann man dann nochmal sparen. Und auch New York City Bildbearbeitung ist hier mit am Start. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal durchscrollen und euch das Ganze anschauen. Geschenk Nummer 4 ist auch wieder was ganz, ganz Simples, aber was jeder Fotograf immer wieder braucht, und zwar Speicherkarten. Speicherkarten werden immer günstiger und bekommen auch immer mehr Kapazität. Wichtig ist nur, dass sie eine vernünftige Schreibgeschwindigkeit hat und dass sie auch von einer renommierten Firma sind. Nicht, dass die dann irgendwann kaputt gehen und die ganzen Fotos auf einmal gelöscht sind. Habe ich auch schon alles erlebt, deswegen sollte man da mal gucken, dass man eine vernünftige Firma nimmt.
Und ich habe hier bei Amazon nämlich die Speicherkarten von SanDisk rausgesucht. Das ist eine sehr, sehr gute Firma. Hier habe ich jetzt gerade mal die 128 GB Version offen mit einer Schreibgeschwindigkeit von 170 MB pro Sekunde, was auch schon relativ schnell ist. Die 128 GB gibt es für 32,39 Euro. Ne, ihr könnt die auch in größerer Version natürlich noch kaufen. 64 GB gibt es zum Beispiel schon für knappe 19 Euro. Also da ist auf jeden Fall auch für jeden Geldbeutel etwas mit dabei. Die haben fast 60.000 Bewertungen und das Ganze mit durchschnittlich 5 Sternen. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Geschenk Nummer 5 ist wieder etwas ganz Besonderes für mich, denn ich wurde schon so oft gefragt, wann endlich diese Hoodies, die ich jetzt immer in den Videos trage, rauskommen. Und ich kann euch sagen, heute ist es soweit. Heute geht nämlich endlich der Landscape Hunter Shop online, von dem ich ja auch schon öfter mal erzählt habe. Es gibt Hoodies, es gibt Unisex-T-Shirts und auch T-Shirts für Frauen direkt geschnitten. Da ist für jeden also was mit dabei. Verschiedene Motive, da könnt ihr euch einfach mal reinklicken. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier mal bei den Hoodies an. Diese Designs gibt es dann sowohl für die Hoodies als auch für die T-Shirts. Und hier ist eine ganze Menge mit dabei. Das ist hier zum Beispiel mein Lieblingspullover. Respect for Nature steht hier mit da drauf. Mit dem Berg von dem Landscape Hunter Logo dahinter. Hier haben wir weitere. Das ist zum Beispiel der Hoodie, den ich gerade trage. Einfach Landscape Hunter mit dem Logo drauf. Verschiedene Symbole einfach, die auf der Brust hier stehen. Das ist auch ein sehr cooles Motiv, wie ich finde, hier der Kompass, wo Berg dann drauf steht. Und natürlich gibt es das Ganze dann hier auch als Unisex-T-Shirts oder auch als Ladies-T-Shirts. Da könnt ihr euch einfach mal durchscrollen. Es gibt übrigens bei den T-Shirts auch verschiedene Farben, nicht nur schwarz, sondern auch so ein Khaki. Das finde ich auch ganz cool, also so Naturfarben. Und was mir ganz besonders wichtig war, als ich diese Shirts und Hoodies und so weiter erstellt habe, das ist alles 100% Biobaumwolle. Die T-Shirts und Hoodies werden in plastikfreier Verpackung verschickt mit DHL Go Green. Und wir haben darauf wirklich geachtet, dass das alles so umweltverträglich wie möglich ist. Also da könnt ihr einfach mal durchschauen. Und wenn ihr Bock auf sowas habt, wenn ihr auch ja landschaftsverrückt seid, so wie ich, und das gerne auch zeigen wollt, dann könnt ihr euch hier ein paar T-Shirts oder Hoodies bestellen. Gerade jetzt für Weihnachten sind Hoodies natürlich eine besonders coole Sache, weil sie einfach mega bequem sind. Ich habe da viel rumgetestet. Ich habe fast ein komplettes Jahr damit verbracht, Produkttests zu machen, Anbieter zu finden, die das herstellen, wo das dann auch richtig cool ist. Und die Hoodies, die wir jetzt haben, die T-Shirts, die sitzen einfach ultra bequem. Es ist mega cooler Stoff und wie gesagt 100% Biobaumwolle, was mir persönlich ganz, ganz wichtig war. Jetzt komme ich zu einer Geschenkidee, die hat ein Kollege von mir erstellt, nämlich der Bastian Werner. Der hat zusammen mit dem Kilian Schönberger ein neues Buch rausgebracht. Das ist, glaube ich, kommt jetzt gerade raus. Es wird irgendwie jetzt demnächst versandt. Hier steht auf der Webseite Lieferung Ende November 2020. Das ist ja jetzt eigentlich vorbei. Also ich denke mal, die nächsten Tage wird es auf jeden Fall ausgeliefert. Und zwar geht es bei dem Buch Vor der Tür, Deutschlands atemberaubende Fotolocations, darum, dass euch die besten Locations zum Fotografieren vorgestellt werden. Ich habe letztens erst mit ihm in unserem Podcast darüber gesprochen. Der kommt übrigens Anfang Januar raus. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Und wir haben natürlich auch darüber diskutiert, macht es Sinn, Locations preiszugeben, aber er hat eine sehr coole Begründung gegeben und hat gesagt, er möchte lieber aufklären darüber, wie man sich korrekt an solchen Locations verhält. Es sind auch keine Locations, wo man jetzt irgendwie durch die wilde Natur läuft, sondern es sind alles frei zugängliche Locations, wo jeder normal hin kann. Das Buch ist richtig cool, ist im Rheinwerk Verlag erschienen und hat wirklich richtig schöne Motive. Insgesamt die schönsten 250 Motive steht hier, sind es insgesamt aus Deutschland. Und zusammen mit dem Kilian Schönberger ist das Ganze entstanden. Zwei super tolle deutsche Landschafts- und Naturfotografen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr also Inspiration sucht, wenn ihr Inspiration verschenken wollt, dann ist so ein Buch auf jeden Fall genau das Richtige. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Buch. Die nächste Geschenkidee ist auch wieder ein Buch und zwar auch wieder von einem Kollegen von mir, nämlich von dem Felix Röser. Zumindest unter anderem. Er hat mitgewirkt an diesem Buch. Es geht diesmal aber nicht um Landschaften fotografieren, sondern um Menschen. Das heißt, wenn du einen Fotografen in deiner Bekanntschaft hast, der eher Porträts macht, der Menschen fotografiert, dann ist dieses Buch wahrscheinlich das Richtige für ihn. Das Buch heißt nämlich Menschen fotografieren, inspirierende Projekte für ihre Porträtfotografie mit Blitz und natürlichem Licht. Da hat der Felix mitgearbeitet. Insgesamt seht ihr hier, sind es 5 Autoren gewesen. Hat auch eine sehr, sehr coole Bewertung hier, 4,5 Sterne. Und das ist auf jeden Fall auch ein Buch, was 34,90 Euro übrigens kostet, was man sich auf jeden Fall mal geben kann,
was viele schöne Inspirationen enthält. Und wie gesagt, wenn du bzw. wenn jemand in deiner Umgebung Menschen fotografiert, dann sollte er sich dieses Buch auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Jetzt wird es so langsam ein bisschen teurer. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was um die 58 Euro kostet. Und zwar den Peak Design Kamera Clip. Das ist auch eine richtig coole Sache, die ich mir auch dieses Jahr gekauft habe. Und zwar kannst du diesen Kameraclip an deinen Rucksackgurt zum Beispiel ranmachen. Und dann kannst du mit dieser kleinen Stativplatte, die übrigens Arca Swiss kompatibel ist, einfach deine Kamera direkt an den Kamerarucksack dranhängen. Und zwar außen dran. Das heißt, du kannst immer mega schnell auf deine Kamera zugreifen, wenn du gerade wandern bist zum Beispiel. Und natürlich sollte es nicht regnen, aber bei guten Bedingungen einfach die Kamera draußen am Rucksackgurt direkt ranklippen und schon ganz losgehen. Du musst nicht immer deinen Rucksack absetzen, sondern kannst direkt aus der Hand fotografieren. Eine richtig coole Sache, wie ich finde. Und das Ganze ist auch mega stabil. Jetzt wird es schon ein bisschen teurer. Jetzt gehen wir in den dreistelligen Bereich rein. Und zwar geht es jetzt um Festplatten. Vielleicht hast du es mitbekommen. Ich habe vor kurzem erst ein Video darüber gemacht, über die SanDisk Extreme Pro Portable Festplatten. Und die möchte ich dir auch hier in diesem Video nochmal empfehlen. Wir haben hier nämlich die 500 GB Version Extreme SSD Festplatte. Die kostet aktuell 105 Euro und ein paar zerquetschte. Ich kann dir nur sagen, die sind unglaublich schnell, unglaublich robust. Ich habe in dem Video es ja auch gezeigt, ich habe sie aus Kopfhöhe fallen lassen, mehrmals. Ich habe Wasser drüber geschüttet und da ist überhaupt nichts passiert, außer dass sie einen kleinen Kratzer am Rand hatte. Ansonsten, wie gesagt, hat sie noch super funktioniert und die Schreib- und Lesegeschwindigkeit ist einfach unglaublich. Ich würde dir jetzt nicht empfehlen, unbedingt die 2 Terabyte Festplatte zu kaufen. Die kostet dann nämlich schon ein bisschen mehr. Können wir ja hier mal gucken. Diese ist dann schon bei 320 Euro. Aber die 500 GB Version kostet, wie gesagt, 105 Euro. Und für mich ist das auch eine Festplatte, die man so mitnehmen kann. Die kann man einfach so in die Hosentasche packen und genau für das Projekt, wofür man dann unterwegs ist, nutzen. Wenn man dann später seine Fotos alle fertig bearbeitet hat, dann packe ich die auf eine langsamere Festplatte, die deutlich günstiger ist. Aber so für unterwegs kann man damit einfach super schnell arbeiten. Und dadurch, dass sie auch so klein ist, passt sie, wie gesagt, in jede Hosentasche rein. Und zu guter Letzt das teuerste, ganz zum Schluss, das sind 50 mm Festbrennweitenobjektive. Ich habe jetzt hier mal die verschiedenen Firmen rausgesucht. Also das Sony 50 mm Festbrennweitenobjektiv mit einer Blende 1.8 kostet zum Beispiel 181 Euro. Canon ist da noch mit am günstigsten. Da kostet nämlich dieses 1.8 Blendenobjektiv nur 108 Euro bzw. 109 Euro. Nikon ist auch wieder ein bisschen teurer. Da kostet es knapp über 200 Euro. Aber das sind alles bezahlbare Objektive, sage ich mal noch, die eine unglaublich gute Abbildungsqualität haben. Das heißt, wenn du jemanden in deiner Umgebung hast, der vielleicht bisher nur mit Kit-Objektiven fotografiert hat und unbedingt mal etwas Offenblendigeres haben möchte, dann sind 50 mm Objektive der perfekte Einstieg dafür. Mit einer durchgängigen Offenblende von 1.8 kriegst du auf jeden Fall immer ein schönes Bouquet hin und außerdem sind die Bilder auch wirklich knackscharf. Also, falls du da Interesse hast, ein bisschen mehr Geld auszugeben, dann schau dir auf jeden Fall mal diese Objektive, diese 50 mm Festbrennweiten an. Das waren 10 Geschenkideen für Fotografen. Ich hoffe, da war auch was für dich mit dabei, was du cool fandest. Ich habe dir alle Produkte unten in die Videobeschreibung gepackt und dort verlinkt. Das sind Amazon Affiliate Links, das heißt, ich kriege da eine kleine Provision für, falls du darüber kaufen solltest, aber dir entsteht dadurch kein Nachteil. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, dann kannst du das natürlich gerne über diese Links machen, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, du hast eine schöne Weihnachtszeit und kannst das Ganze genießen, zumindest mit deiner Familie im engsten Kreis. Viel mehr wird es ja leider nicht werden. Aber trotzdem denke ich mal, dass wir ein schönes Weihnachtsfest haben werden. Und natürlich solltest du deine Geschenke, deine Einkäufe so früh wie möglich machen. Deswegen war es jetzt auch mein Anliegen, so früh wie möglich in der Weihnachtszeit dieses Video rauszubringen. Und ich hoffe einfach, ich konnte dir damit ein bisschen helfen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim entweder selber fotografieren oder beim Einkaufen für Fotografen. Am Ende geht es halt immer um die Fotografie. Den Kanal kannst du gerne abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und du kannst auch gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Und natürlich kannst du auch gerne dieses Video teilen, damit auch andere Leute Inspirationen finden für Fotografie-Geschenke zu Weihnachten. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.